Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Monster Train mit dem DLC Friends and Foes, das es kostenlos gab. Quasi eigentlich nur ein Update. Und bevor es weitergeht, noch ein kleiner Hinweis. Wenn euch meine Videos gefallen und ihr mich gerne unterstützen möchtet, dann könnt ihr das sehr gerne über Patreon tun. Ein Link dazu werde ich euch in die Videobeschreibung packen. So, und jetzt legen wir richtig los. Wir haben ja uns quasi schon die Höllentürme angeschaut. Aber natürlich hat jedes Volk seinen eigenen, neuen Helden bekommen. Und als Hauptstamm wählen wir jetzt natürlich hier unsere Erweckten. Und die neuen Erweckten, der zweite hier, leider kenne ich den Namen nicht. Doch da, Wildenten, schweres Wort. Nun ja, wie ihr seht, der kann verstärkt werden und seine Fähigkeit, oder wie er gut spielbar ist, besser gesagt, ist in Kombination mit Zaubern mit der Stärke wird. Das passt zwar kaum zu den anderen Grünen, aber passt ja durchaus gut zu der Stygischen Wache. So, und hier müssen wir uns entscheiden, wollen wir 6 Frostschaden auf die photosthenische Einheit oder der photosthenische Einheit einfach 6 Schaden. Wir wählen das hier. Das lässt sich, denke ich, gut kombinieren. Ja, und dann schauen wir, wie, ich nenne es jetzt mal grün-blau, funktionieren wird. Los geht's! So, Architekten, Verkörperung der Finsternis und der Mäßiger. Okay. Guck mal, welche Verbesserungen wir für ihn haben. Begeisterung verleiht Flint oder Rufen, nimmt 3 Stachelzauber auf die Hand und wenn wir einen Zauber spielen, plus einen Angriff. Perfekt. In die Richtung möchte ich dich gerne haben. Wenn er gerade mit Verbrauch gespielt wird, stelle 5 Gesundheit der Höllenglut wieder her. Genial. Mit den Stacheln, die haben ja quasi Verbrauch, wenn ich mich nicht täusche. Bin gerade gar nicht sicher. Egal. Aber auf jeden Fall besser als die 7 Mana am Anfang. So, Nicht-Boss-Einheiten kommen mit Dornen ins Spiel. Das brauchen wir nicht. Das finde ich mal ein bisschen too much. Lassen wir lieber. So. Das heißt, wir können direkt hier hinspielen. Ist natürlich immer ganz gut, den theoretisch auch hochzuspielen. Aber jetzt am Anfang macht es keinen Unterschied. So, habt ihr Verbrauch? Habt ihr nicht. Aber egal. Das lässt sich problemlos kombinieren. So. Waffen. Ja, jetzt kommen noch ordentlich Schaden rausfahren. Bam. Der Spiel stellt kein Problem dar. Auch noch einen Blocker raus. Nee, brauchen wir nicht. Das ist Quatsch. So. Gut. Ich verstehe das Spiel. Du möchtest gerne hier jemanden haben. Verstanden. So, wir könnten ihn jetzt weiter verstärken. Oder wir machen es über Eis. Aber ich bin dafür, ihn weiter zu verstärken. Reicht das, wenn ich noch ein Spiel kriege, der auf 20? Guck mal, genau 25. Ah ja, die könnte ich ja trotzdem alle raus, wenn ich Bock hätte. Aber bringt nichts. Obwohl, doch, das sind alles Zauber, ne? Okay, raus damit. Immer schön Waffen. So. War davon abgesehen, dass der jetzt so viel Eis drauf hat, dass er allein durch das Eis drauf gehen würde, bis er oben ist, aber gut. Das nur bei Zoe. Wie gesagt, der kann mir relativ schnurzegal sein. Ja, gut, dann buffen wir dich halt wieder. Zack. Zack. Auch wenn es kein Ziel gibt. Ja, im ersten Etage sag ich mal schon 35er haben. Ihr seht, der ist schon. Ja, der ist schon per Definition tot. So, zack, zack, zack. Warum machen wir das denn? Weil wir es übertreiben können und Spaß macht. So. One-Hit-Kill von meinen Dingen. So, wenn wir jetzt noch ein paar Karten ziehen, die auch gebufft werden durch Zauber, bekommt's gut. Ja, ist auch nicht schlecht. 14-0 vor allem. Ja, davon kriegt man theoretisch genug. So. Hier eine Karte wirf einen ab, dachte ich früher war, wäre geil. Ist leider nicht so geil. Weil man tut technisch ja trotzdem 2 Karten verlieren. Aber gut. Da ist das schon besser. Fügt der Fotosgegner der 60 Schaden zu und schiebe sie nach hinten. Wenn man sie abwirft, dann quasi kostenlos. Und da haben wir ja Gott sei Dank ein paar Sachen. So, Zauber, Kreaturen. Ach, vorteilhaft wäre natürlich. Ne, wir bräuchten eigentlich die blauen Kreaturen, weil die haben eher die Fähigkeit.
So, ein Zauber mit einbehalten. Nachdem er gespielt wird, wird er wieder oben drauf gelegt. Ist natürlich bei dem Ideen hier geil, ne? Das ist natürlich geil, wenn man sowas zieht, aber wir können uns nicht drauf verlassen. Wir können natürlich auch einen billiger machen. Nee, ist schon bei dem wieder angekündigt. So, 10 magische Kraft dazu. Gott sei Dank ist die Auswahl so groß. Und um eins billiger machen wir irgendeinen von denen. Das Geld brauchen wir jetzt nicht zu sparen. Ist nur sinnvoll, wenn man es investiert. So, geht schon einer hin, kommen mit 10 Rüstungen ins Spiel. Wir brauchen die Einheit eigentlich. All diese 10 Rüstungen ziemlich viel. Allerdings, wir haben viele geile Zauberfrost. Ich weiß gar nicht, ob das durch Rüstung durchgeht. Ich glaube nicht. Trotz allem, wir müssen das hinkriegen. So, da die hier mit Wut starten, ist es Quatsch, den unten hin zu spielen. Ist besser, wir packen ihn direkt oben hin. So, zack. Schützen tun wir dich noch. So, und jetzt kommt das Geile. Ich spiele den und muss den zwingenderweise abwerfen. Dadurch, dass er abgeworfen wird, triggern die 110. Nein, er hat jetzt bei dem nicht viel gebracht, das gebe ich zu. Aber in der Theorie ist das geil. So, ja gut, darfst du hier hin. Gut, das spielen wir am Ende, weil es kostenlos ist. Jetzt buffen wir erstmal alles rein, was wir haben. Außerdem ziehen wir danach massiv Karten dazu. Ja, das macht halt keinen Direktschaden. Deswegen. So, aber dann stirbt der zumindest bis oben hin. Ja, den einen Schadenspunkt kann man halt kaufen. Aber wie gesagt, wir brauchen ja die Einheit, deswegen müssen wir uns da ein bisschen was einfallen lassen. Das sieht ja gar nicht so schlecht aus. So, 3 Leben dazu. Da unten ist Friede, Freude, Eierkuchen. Wir buffen ihn. Ja, meinetwegen bauen wir nichts mehr hier runter. Wollen wir den Zauber spielen? Zack, ja. Wäre schön gewesen, wenn wir den anderen abwerfen können, aber gut. So, den ziehen wir jetzt immer wieder. Den müssen wir versuchen, hier unten dann abzuwerfen. So, erstmal buffen wir dich. Du kriegst noch eine Verteidigung. Noch ein Buff. So, 50-50 Chance. 50-50, ne? Muss schief gehen. So. Das ist stark vor die Tor hier. Ah, plus 7 Karten nächstes, ne? Plus 9, nur Max dann. So, die Sache hat sich erledigt. Wir gewinnen. Wie gesagt, wir brauchen noch welche, die man dann noch besser mitholen kann. Auch nicht schlecht. Ich überlege gerade, was wir brauchen. Hiermit können wir jemanden später mal deffen. Oder ihn sogar auch. Ja, kommt, wir haben billige Karten. Ich wollte aber eigentlich ein Kreator. Ja, machen wir wieder die. Wie gesagt, nicht verkehrt. So. Frostschaden ist nett, keine Frage. Ja, wenn sie besiegt, macht sie Schaden. Ist auch nett. Muss man aber irgendwie am Leben halten. Das ist schwer. Nee, wir spielen jetzt mal auf Schaden. Schade, ich habe halt gehofft, wir kriegen mal einen mit Verzauberung. Schon wieder nur ein Erweckter. Ja gut, hier links die Klut bringt mir nichts. Na gut. Ja, verjüngen. Erhalte 2 Dornen. Du bist nicht schlecht. Das Problem ist, wir können dich nicht heilen. Blöd.
Vielleicht ziehen wir noch einen Heilzauber. So, First Einheit mit Verzauberung erhalte 2 Rüstung. Jetzt wird die Sache langsam interessant. So, du wirst Defender, definitiv. Multischlag. Das war dir natürlich geil, wenn du killst, wirst du stärker. Wie ich dich am Leben halten soll, weiß ich noch nicht so ganz. Aber ist kein Problem. Wir finden Lösungen. So, was bringt uns die Kristalle? Dass wir die Einheit richtig fett machen? Nö, wir machen die Einheit richtig fett. Die Frage. Eigentlich brauchen wir das bei denen. Der wird ja ein Standalone. Kriegt nur einen kleinen Blocker davor. Da können wir den oben eigentlich mit hinstellen durch Verzauberung. Ja, könnte gut werden. Muss ich mir noch ein bisschen angucken, aber ist von der Theorie jetzt erstmal nicht so. Boah, die ist so wunderschön, ne? Ich meine, die ist mies, wenn man sich mal anschaut, was sie hat. Besiege, halte 15 Rüstung. Wenn die einfach uns killt, kriegt die 15 Rüstung dazu. Naja. Fangen wir gleich da wieder an. Ich sag's mal ganz direkt raus, ich habe keinen Bock darauf, so zu spielen. So, Platz haben wir gar nicht genug für beide aktuell, das kriegen wir aber gleich hin. Naja, schauen wir mal, wie es wird. So, du bist quasi eh der Blocker, oben kommt dann noch jemand. Und du kannst, wir haben keinen anderen Platz, deswegen kommst du da hin. Und Heizer wäre natürlich besser, klar, keine Frage. So, du hast keinen Platz da, das weiß ich. So. Wenn ich 6 vorschreibe, die vorderste geht ein, das ist ja auch für die. So, hat sie schon ein bisschen Brust drauf. So, der wird jetzt stärker, muss aber leider ein bisschen Trash einstecken, weil wir nicht genug Platz haben. Die müssen wir idealerweise abwerfen. Kriegst du dann Blocker für den Fall des Falles? Stärker, schneller. Wäre ja, für dich eigentlich auch nicht verkehrt, ne? Naja. So, die treffe ich eh nicht. So muss also hier. Hm, nicht schlecht. Ja, machen wir halt noch stärker, bei dem bringt es wie gesagt nichts. Ich töte keinen. Bam! Bam! Ja, ich wollte den wirklich einen Schutz machen. Stimmt, ich kann jetzt zumindest den immer die 3 HP dazugeben. Weil für den ist es auch nicht verkehrt. Ich meine, das ist jetzt wie gesagt nicht mega viel, keine Frage, ne? Aber. So, wir lohnen uns das immer hier. Ja, den unten am Leben zu halten, ist wirklich ein bisschen schwer. Den soll ich auf keinen Fall kennen, das bringt nichts. Dich sollten wir noch ein bisschen am Leben halten. Stärken, stärken, stärken. Den zu töten bringt mir eigentlich nicht viel, oder? Ich kann ihn gar nicht töten. Von daher macht es eh keinen Unterschied. Kriegst du halt den Schaden, du wirst noch ein bisschen frostig. Boah, sieht doch gut aus. Mit bisschen Glück sind wir soweit tot. Ah, nur eine Welle. Na gut, ich darf nicht mit dem Spiel kommen. Das ist immer ein geiles Gefühl, aber nicht notwendig, wo es immer so Achievements gibt, aber ich glaube für die neuen brauchst du noch nicht. Ganz ehrlich. Ich muss ja nur schaffen, dass die abgeworfen wird. Ich meine, Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann mal. Oh, Glück gehabt, geil. Ansonsten hätte ich es nicht so gemacht, dass die 2 die einzigen sind. Ja, geht doch.
Bam. So, und jetzt... Achso, wende zwei Regeneration, zwei Dorn an, füge eine Kopie hinzu. Ja, das für unseren Vornen ja ganz geil. Müssen es nicht nur irgendwie billiger kriegen. So. Verzauberung, halte drei Rüstungen, da haben wir was. So. Platz auf jeder Ebene, bitte. Oh, nichts zum Verbessern der Zauber hier. Aber ein Artefakt, das nehmen wir gerne mit. Wenn du deinen dritten Zauberzug spielst, erhalten alle Karten plus einen Marschkraft des Kampfes. Geil. Ja, damit. So, nimm drei Startzaubertieren, Verzauberung plus zwei Angriff. So, das hier. Du wirst halt eine hohe Quantität an Zaubern haben. Gehen schon ein, dann kommen zwei Zauberschilden ins Spiel. Ist für die Dornzauber jetzt schlimm, aber für Frost, nee, ist hier nicht so geil. Lass mir lieber. So. So. Der ist halt geil und der auch, wir haben 6 Plätze, das heißt, wir können die direkt hier runterstellen. Ideal wäre es, muss kurz nachdenken, ideal wäre es erst, wenn wir unten unsere Vierer haben mit dem Zweier, ne? Weil der hier kriegt nicht so noch viel Töte. Das heißt, die Idealposition ist für ihn hier. Mit ihm davor. Der hier unten. Der möglichst am Leben bleiben sollte. So. Damage. 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 Oh, vertan. Halt so rum. Ja, den Kleinen würde ich gern töten, aber das wird so nichts. Da. So, und jetzt werden wir eklig. Das ist gut. So. Frage ist, wen geben wir was? Der wird eigentlich nur geil. Konnt das mal ganz fett, wenn du darfst. Ja. Bleibt ja sogar am Leben, ne? 28, dann aber nochmal durch den Boss mit der Zeit. Okay, das ist ja irgendwie. Aber ja, Angriff, ne? Ja, das ist nicht gut. Das wird irgendwie noch ein bisschen Schaden machen. Ja, das wäre, kriegen wir damit abwerfen. Und zwei Dornen. Füge da einfach schnell einen Kopf hinzu. So, Schaden hat er nicht. Das heißt, das ist für den besser. Was? Das war aber gemein. So, und dadurch, dass der sich jetzt auch heilt durch die Regeneration, er kriegt das noch bis zu einem Zauber gespielt haben, weil er sich heilt. Kriegt auch noch Dorn dazu, das heißt, der könnte ziemlich schnell zu uns kommen. Ja, und der wird sowieso stark, weil der jetzt wieder was killt. Ja, sehr gut, wirklich. Das ist für dich noch besser. Das ist für dich. Für dich. So. Leute, der ist schon bei 57 mal 2, also. Happy Holidays, ne? So. Ja, du wirst schön stark. Das macht uns alle glücklich. Ben. So, und das und dies und vielleicht auch jenes. So.
Ja, geil. Komm ich mal bis hoch. Das läuft erst einmal gut. Ich hoffe, das geht so weiter. Es fühlt sich gut an. Lass eine herabsteigen. Jetzt steht jetzt 10 Sonne her. Hm. Zunächst zu mir 2 Karten plus 1 Energie pro Zug für den Rest des Kampfes. Hm. Auch nicht geil. Auch geil, Entschuldigung. Aber ich glaube, wir nehmen ja das. Wir ziehen genug Karten. Ein bisschen Mana mehr können wir aber durchaus brauchen. Ein Schwindel auf generische Einheiten anwenden ist auch nicht schlecht. Frostschaden haben wir nicht ganz so viel. Ne, ich denke, die ist ganz gut. So, links gibt es ein Artefakt, rechts können wir also kaufen. Geld ist jetzt so ein bisschen problematisch. So, was können wir denn wegschmeißen? Eigentlich haben wir mittlerweile die geilen Kombis, dass wir die hier eigentlich nicht mehr brauchen. So, was haben wir hier? Wenn du einen Zug deine dritte Karte spielst, das passiert, ziehe eine. Wenn du nicht schon eine Karte ziehst, werden die Kosten zwischen 1 und 3. Nee, danke. Verbessere eine Einheit mit Flink. Ist für keinen von dir sinnvoll. Plus 25 Leben. Ist für dich nicht schlecht. Du bist ja ein Deffer. Ja, plus 5, plus 10. Okay. So. Der Rest des Geldes heben wir uns für später auf. Gegenstandseinheiten kommen mit 15 Rüstungen ins Spiel. Allerdings, wir machen nicht viel Schaden, ne? Und die haben schon ordentlich HP. Ach, unsere Höllenglut geht's gut. Und wir haben einen ganz starken und einen, der recht schnell stark wird. Wird schon klappen. Geil. So, dann rotzt die alle weg. Entschuldigung. Nur zum Blocken, damit du den Schaden auffängst. Ich überlege gerade, wie ich es mache. Ich will eigentlich, dass der, der gekillt wird, der stärker wird. Das heißt, den ganz anderen Zeug verprasse ich lieber sinnlos. Wie gesagt, der kriegt zwar 8 Schaden, aber der kriegt hier durch das Killen 12 gleich dazu. Also das ist viel, viel geiler. So. Da verzichte ich mal lieber auf einen von den Kleinen hier. Zack. So. Der hat genug HP, das auszuhalten. Perfekt. Zieh den nächsten Zug. Minus 2 Karten, genau. Soll uns nicht stören. Wir sind gut aufgestellt. Dann können wir nämlich auch unsere schönen Zauber und so raushauen. Gut. Ja, ja. Ich natürlich jetzt auch neu. Aber der da unten wird so geil stark. Mit dem ganzen Futter, was hier ankommt. Die machen vor allem nicht allzu viel Schaden. Also, ist ganz nett. Für uns. So. Ja, ja. Dann geht das für dich. Das geht auf dich. Ja, wenn wir noch den Zauber hätten, heile deine Einheiten alle komplett, den gibt's ja. Das wäre natürlich richtig cool. Aber hier sieht man 4 Schaden, also kann man durchaus mal einen Kauf nehmen dafür, ne? So, ich geb dem mal ein bisschen Abwehr lieber noch. Ja, da läuft gerade unten so gut. Das will ich jetzt nicht riskieren. Ja, der killt eh wieder alle. Das heißt, wir können das hier einfach nur zu verstärken nehmen. Ja, ihr seht, der ist auch schon bei 57, jetzt bei 59. So. Auf
84 mal 2. Einfach nur nett. So, Regeneration ist trotzdem erwischt. Geil finde ich halt auch, dass man direkt eine Kopie davon bekommt. So, die wird ja eh abgeworfen. Ja. Ping. So, du machst Flächenschaden, ne? In anderen Worten, mein Defer hier bringt mir nichts. Aber ich sehe auch schon, wir überleben eh. Wir übertreiben jetzt noch ein bisschen. Dann übertreiben ist so eins meiner Hobbys hier im Spiel. Ja. Und wir müssen, wie gesagt, nicht mal bis zum Champion kommen. Unser Typ hier rockt das von allein erstmal. Voll geil. Wie gesagt, aktuell läuft's. Ich bin sehr froh, dass diese geplante Strategie funktioniert. Heilzauber haben wir nicht. Wäre aber schön. Verbrauch, nimmt euch Stachel auf die Hand. Gerne. Stellt euch Gesundheit wieder her. Wende drei Regenerationen. Kumpel, willkommen im Team. So, wende zwei Zähne an, Ende des Zuges, wende eingefroren, wende drei Zähne an, wirf eine zufällige Karte ab. Das ist aber eigentlich besser hier durch Opfergabe. So. Links gibt es eigentlich nicht wirklich was zu holen. Ja, rechts eigentlich auch nicht, ne? Aber hier kann ich diese Zauber bestimmt verbessern. Bist du zwei Karten aus meinem Deck entfernen? Ich habe eigentlich noch nicht genug Einheiten, ich lasse das lieber mal. So, verborgene Höhlen. Ich will eine Einheit verbessern. Verbessere eine Einheit mit plus 20 und füge Verbannung. Nein. Nein, danke. Verbannung habe ich keinen Bock drauf. Ich finde meine Sachen gerade alle voll geil. Gebe ich jetzt auch nicht so schnell her. Doppelstapel. Ich glaube, das wäre hier geil. Hier ist natürlich noch geiler, weil er wird ja dann eine Kopie erzeugt. Wir machen ihn auch noch billiger. Zack. Plus magische Kraft und Verbrauch. Was ist das? Ach. Bin eigentlich von dieser Verbrauchssache nicht so begeistert. Allerdings haben wir viele, ne? Ich glaube, bei dem Erwecken. Ach, schwer. Nein, haben wir das jetzt. Wir haben jetzt ein Dingsbums da, ne? Den hier. Ja gut, der ist so ein Wonder. Dann wird er zu so ein One-Hit, wie man das nennen will. Wonder. So. Arcus wird blendende Finsterblätter und bedrohliche Finsterblätter rufen. Das war total schlimm, weiß ich noch. Das ging und das unten. Genau. Da wo diese sind, darf man keinen Zauber spielen. Das heißt, das hier ist jetzt so einer der Mega-Knackpunkte für uns während dieser Part. Zum Beispiel, das hier ist nicht ganz so schlimm. Damit kann ich umgehen. Du hier, du stehst schon wieder ganz gut. Ja, den hier werde ich jetzt. Den kann ich eigentlich auch einsetzen, oder? Was ist es denn jetzt? Ich ziehe aktuell plus 5 Karten. Wenn ich das so mache. Oh mein Gott, ich ziehe noch 3. Jetzt kriege ich die restlichen, ne? Jetzt direkt durch. Cool. Bei Jungen brauche ich das nicht. Geil. Dann bin ich wieder bei plus 6 Karten. So, auf der Ebene, wo ich es eigentlich bräuchte, darf ich jetzt nicht zaubern, weil dann alle Zauber wirklich permanent teurer werden.
heißt, ich kann da zwar gerne was hinspielen, aber ich sollte das lieber vermeiden. Lieber Fisch. Testen wir es mal. Cool. Zack, zehren. Cool. Das heißt, wenn ich den hier hinspiele, wird der automatisch getriggert. Sehr schön. Perfekt. Das bleibt mir da. Das ist für dich. Eigentlich ist das für den ja sogar noch besser. Ne? So. Geil. Eis. Und dann kriegt er auch noch den Hammer auf den Kopf. Schön. Lignokrat. Wieder umstürzt mich nicht. Lignokrat. Ja, damit können wir bescheiden. Das sollten wir auch tun. Das werden wir auch tun. Bam. Wo wartet man? Wenn wir den spielen? Ziehen wir da noch einen? Ne, haben wir schon vor. Doch, da ist er. So, ich könnte das jetzt machen, aber habe keinen Vorteil von, deswegen muss ich hier hinzahlen. Ach, das ist schön, wenn das klappt. So, nimmt das Zaubern oder? Wenn du einen Schwindel auf deinen Einheit erlebt, ich darf noch zaubern. Alle abwerfen, kriegen wir jetzt mal erstmal wenig. Genau in der Hand. Jetzt bringt mir was. Jetzt bringt mir was. Ich bringe das alles was. So. Bam. Und dann nochmal Bam. Schön. Ja, sieht doch gut aus. Schon weiter. So, hier unten nicht zaubern. Was natürlich jetzt geil wäre, wegen der Kombination, obwohl der wird ja eh geblockt. Gut, ist nicht so schlimm. So. Wir buffen. Den können wir hier, dann ziehen wir jetzt wieder nach. Jojo. Zack, zack, zack. Muss man so sehen, von den Kreatoren her haben wir eigentlich auch gerade so vom Kombo-Technik-Technik her nur wirklich zwei Ebenen, die wir gut bespielen können. Der Witz ist, es scheint aber erst einmal zu reichen. Schade, dass er jetzt da oben ist. Das hätte ich ihn killen können, bevor er zum Zug kommt. Obwohl, das könnte auch klappen, wenn es. Ah, da fehlt mir was Mana. So, einmal halt. Was sind das denn? Muss mal kurz testen. Okay, nicht passend gezogen. Das sollte ich sowieso spielen. Dann gucken wir mal, was wir ziehen. Vielleicht reicht's ja. Also, was heißt ziehen? Wenn wir das abwerfen, ist alles gut. Dann ist er hin. Wenn wir das, naja, obwohl, dass ich alles verpickt habe. Jo, cool. Ja, getötet, bevor wir ins Spiel kamen. Direkt Achievement bekommen. Geil. Ich weiß immer nicht, bei wem ich das schon geschafft habe, bei wem noch nicht, aber bei denen offenbar noch nicht. Also, danke fürs Achievement. Wenn die X-Zern und X-Frost-Schaden an Verbrauch. Mal nachdenken drüber. Naja, so geil ist das nicht ganz.
Stell die volle Gesundheit einer verbündeten Einheit wieder her und tausche Angriff und Lebenspunkte dieser Einheit aus. Naja, wir haben eine Einheit, bei der das ziemlich geil ist, ne? Aber die ist dann so gut wie tot, glaube ich. Boah, ich brauche eigentlich nichts davon, ne? Überspringen wir. Platz ist aktuell eigentlich auch ganz gut. Ich würde sagen, wir nehmen wieder ein bisschen Mana. Boah, das erste Mal, dass ich sage, ich brauche keinen Platz. Auch nicht schlecht. So, wie weit ist denn noch? Zwei Etappen, okay. So, links ist was wegschmeißen, Zauber verbessern. Rechts ist Gold. Kreaturen verbessern, die sind aber eigentlich geil. Eigentlich würde ich mir wünschen, mal ein paar Kreaturen zu ziehen. Na gut, gehen wir hier lang. Na, schauen wir mal, können wir das verbessern? Doppelstapel! Ja, du, ne? Achso, nee, das erhöht den Angriff nicht, ne? Ne, tut sich nicht gut. Verbessern ist noch mit Doppelstapel verbessern. Ja. Da wir den aber eh nur abwerfen wollen. Das ist okay. Der verbraucht sich. Oh, den hier zum Hardcore. Okay, verstanden. Und irgendwie können wir billiger machen. Machen wir billiger. So, jetzt muss man kurz schauen. Ja, da kommt nochmal ein Artefakthändler. Okay. Was haben die denn Höhenschönes? Geld ausgeben oder Leben, was zu kriegen? Versuchen wir es mal. Mit Leben. 25%. Die Preise sind bei Händlern 25% niedriger. Ja, einmal gehen wir noch einkaufen, also gut. Hätte ja auch was Tolles sein können, obwohl wir können auch vielleicht ein paar Artefakte mehr kaufen. Das heißt, für einmal. So, nimm 3 Stachelzauber auf deine Verzauberung plus 3. Angriff werden Verwurzeln auf die Angriffe der Einheit an. Finde ich nicht so geil. Bam. Ja, ich möchte keine Karte wegwerfen. Ich kann so. Gegner nicht Bosseinheiten kommen mit 5 Drohnen ins Spiel. Nee. Und du wirst immer stärker. Das heißt, bei dir brauchen wir eh noch starke. Das kriegen wir hin. 5 Drohnen ist einfach immer so unglaublich krass. 5 Schaden für jedes Mal, wenn wir Schaden verursachen wollen. So, der könnte hier unten gut hinpassen. Wissen wir. Machen wir auch. Können ja ein paar Sachen schon vorher kaputt machen. Gemein ist natürlich, er kriegt so oder so Schaden. Nee, stopp, das als letztes. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Eine 4 Regeneration und 4 Dornen. Das ist für mich jetzt aktuell besser. Muss ich mich schneiden. Dornen sind sowieso nicht schlecht. Der hier oben braucht keine Dornen. So. Es wird gerade ein bisschen schwer. Ich hoffe jetzt einfach, dass das abgeworfen wird. Okay, cool. Frostschaden 6, am Ende ist Zuge 6 Schaden, ja, ist okay. Ja, durch das Zehren jetzt halt, kriegt er kaum Schaden, aber durch die Dornen, die er hat, reflektiert er trotzdem welchen. Blöd ist natürlich, dass ich den jetzt ablegen muss, weil ich ihn nachgezogen habe, kein Mana mehr habe. Das heißt, ich muss einmal mein komplettes Deck durchspielen, ehe der ins Spiel kommt.
Das kommt natürlich geil, wenn wir das dann hier abwerfen. Mit euch aber. So, den schützen wir noch kurz vor Schaden. So, durch das kriegen die alle Schwindel. Ja, das ist sicher. Massiv Schaden. Ja. Ja, war, wie gesagt, nicht so einfach der Zug. So, der muss ein bisschen Schaden fressen. Ging nicht anders. Gleiches wird für den hier oben gelten. Aber wäre natürlich schön, wenn wir den noch ein bisschen Schaden reindrücken können. Können wir ja auch, ne? Frage ist nur, wie schön kriegen wir es hin? So, wir brauchen hier wieder den Opferlamm. Idealerweise müssen wir das hier unten spielen. Ich versuch's mal. Schade. Ja, das hatte ich gehofft, dass es nicht passiert. Na gut. Man kann nicht alles haben. Kann ich jetzt nicht besser machen als so. Ein Zauberspiel ist halt immer auch ein bisschen tricky. Kann gut sein, kann schlecht sein. Ja, der hat natürlich jetzt fett Rüstung gekommen. Er hoffen, weil es gestorben ist. Okay, ich brauche Schutz. 10, 20, 30. Wie viel Rüstung kriegst du dazu? 3. Ja. Das dürfte wohl unmöglich sein. Krieg ich hier vorher irgendwas tot? Sieht auch nicht so aus. 10, 20, 30. Für jeden Zauber, den ich spiele, 3 Rüstung. Ich kann also in Idealfall 4. 4 sind 12. Ach komm, was soll der Geist da? Versuch's einfach. Schlecht gelaufen. 23, ja. 29, kann ich nichts machen. Gut, wir spielen auf 4 weiter. Ja, zehren wir bei dir nicht schlecht. Sicher am Leben zu halten wäre natürlich auch nicht schlecht. So, der stirbt. Und bei dir machen wir zehren. Damit du uns nicht so viel Schaden oben machst. Ja, das könnte klappen. Okay, ich muss kurz nachdenken. Regeneration. Regeneration. Das eine Mana brauchst du da unten zwingend. So.
Geil, ich werfe das jetzt ab, der kriegt einmal Schwindel. 195, 95. Überlebt er zwar, aber auch den nächsten Ebene bestimmt nicht. Achso, der Zug beenden wir ganz gut. So. Das Foto spielen. Die Generation nehmen wir gerne an. Spiele nochmal hier hin. Einfach auch damit ich sehe, was ich hier. Ha! Gut gemacht. Die paar Schaden bringen hier nichts. Deswegen. So, und jetzt dürfen wir durchkommen. Durch das Verjüngen und das sehen wir jetzt auch permanent immer weiter sein Rumwachsen quasi. Ist halt ziemlich geil. Und von hinten haben wir einen, der massiv draufhaut. So. Ich hab bloß einmal wirklich Sturm, Leute. Ja, können wir auch machen. So, haben wir halt zweimal. Der ist auch nicht schlecht. Bräuchte natürlich einen Platz mehr. Ich glaube, wir kriegen jetzt aber einen, ne? Ich glaube, einmal durften wir noch ausbauen. Bin mir gerade voll unsicher. Doch, klar. So. Nee, doch nicht. Echt? Wir dürfen nur zweimal ausbauen, okay. Ah gut, dann hat der eigentlich nicht wirklich einen Sinn jetzt. Einheiten verbessern, Gold, Zauber verbessern, wegschmeißen. Eigentlich brauche ich das Gold sogar ein bisschen mehr in die Höllenflut. Schade mir jetzt eigentlich. So. Einheiten plus 3 HP, ja, nicht schlecht. Verwurzelt ist nur ist auch nicht so übel. Wenn eine Karte vor dem Ende des Zugs abgeworfen wird, erhalte 1. Gut, ich krieg dann 1 dazu, verstehe ich. Aber meistens habe ich dann nichts mehr. Eigentlich nützt mir hier nichts wirklich was. Das hier vielleicht noch. Zeigen wir uns was noch so. Zweit einer in den Zug groß, passiert eher selten. Fügt der Vortrag gegen eine 3 Schaden zu, wenn eine Karte mit Verbrauch gespielt wird. Ja. Wenn du Zauber spielst, werden die Kosten von Zauberkarten auf deiner Hand, die weniger Kosten für dich so auf 0 reduziert. Ja, hat man jetzt nicht gesehen. So. Ja, jetzt gibt es hier nichts wirklich zu verbessern, ne? Ist alles Quatsch. Wir könnten versuchen, den noch ein bisschen Deck zu geben und dann so Standalone mit so ein bisschen Kost zu machen, aber. Das war's dann auch. Ja, der Rest bringt nichts. Okay. Dann legen wir mal los. Verbündete Einheiten kommen mit 3 Zähren ins Spiel. Ja, geht noch. So. Ich komme hier bereits im Kopf. Davor. So, wenn du in deinen Zug deine dritte Karte spielst, hier ein. Hab ich. Gut. Frage: Machst du ein bisschen Schaden? Oder buff ich meine? Ich denke mal. Wird ausgelöst, wenn die Einheit geheilt wird, auch bei voller Gesundheit. Ich denke, das ist sinnvoll, auch hier zu wachen, statt die paar Schaden rauszuholen. Schwindel bringt mir hier erstmal nichts. Deswegen haben wir Schreischaden. Yo! Geiler Typ. Oh, stimmt, der ist aber nicht so schlimm.
So, solange der noch nicht Maximalschaden macht, würde ich sagen, drücken wir es auf den drauf. Ja, und zur Höllenklute, dass man ein bisschen Schaden verstecken muss. Ja, wir brauchen dringend ein bisschen Heilung. Boah, voll stark, ihr Typen. Ich glaube nicht, dass ich viel dagegen tun kann. Okay. So, wie viel Schaden musst du denn einstecken? 10, 20, 30, 40, 50. Dass ich noch 3 AP dazugebe. Krieg ich nicht hin. Das ist Wunschdenken. Die Untreten werde ich wahrscheinlich so gut aufgeben können. Denn ich weiß nicht, wie ich da irgendeinen Schutz aufbauen soll. Ich habe ja leider nicht wirklich eine Möglichkeit zu. Es sei denn, wenn ich Zern anwende, ja, fallen die erstmal um. Aber wir sollten trotzdem lieber auf die hier oben fokussieren. Bei dir natürlich geil. Ich versuch's mal. 50-50 Chance. Oh, cool. Ach, das gilt als gespielt und dadurch ist der billiger oder wie? Wieso ist der jetzt so? Okay, muss man wissen. Ich weiß nicht gewusst. Ja denn. So. Ach, 58 ist so weit viel drüber. Ich überlege gerade, der tötet den, die 15 dazu, also wenn ich 6 mache, bringt nichts, hier bringt es nichts. Einzige, wo es ein bisschen Sinn macht, dazu. Bleibende Wellen noch 2. Also wenn ich den spiele, werden alle billiger, ne?
Komm gut, muss ich aufpassen, welche Reihenfolge ich spiele. Ende plus 3, plus 3. Der Witz ist der. Ich kann zwar seine HP damit ein bisschen schützen, aber in Wahrheit ist das für mich ein Problem. Weil ich ja will, dass sie kontern. Oder dass er kontert, deswegen machen sie das so. Dann dürfte der sterben. Der eine bleibt halt stehen, aber naja, was soll ich machen? Der bleibt stehen. Der ist schon sehr strategisch spielen. So, wir können wieder mit einem Hammer jemanden wegkloppen. Würde ich vorschlagen, den. Wenn es nicht so hoffnungslos wäre, ne? Können wir mit denen hier auch massiv Eis raushauen. Komm, was soll's. So. Die sterben eh. Dass wir Spieler gehen zumindest hier hinten dann drauf. Achso, ich würde den aber auch gern töten. Ja, so. Bleibt der halt stehen. So, letzte Welle. Wäre geil, wenn das. Achso, nee, nicht alles billiger, dann raus. So, das brauchst du sowas von. Kriegst du auch sowas von. So, alles, was ein bisschen Abwehr erhöht, geht da drauf. Vor das hier zu spielen, glaube ich. Damit wir ein bisschen Frostschaden triggern. Und dann wir auf der Ebene hier ein bisschen besser Spaß haben können, weil so weit hoch kommt dann der Seraph gar nicht. So. Ach, ich hätte den spielen sollen. Vielleicht kriegst du gut kombiniert hin. Geht ja auch. So. Jo, müsste reichen. Schon allein, weil wir 52 Millionen hier von dann, also schon wieder heilt. Dadurch wird maximal dann noch mehr. Ja, reicht dicke. Dem, dem. Jo, das dürfte der letzte gewesen sein. Und wieder einmal haben wir es gefroren, Herz erreicht. Wie gesagt, sehr, sehr geil, die Neuerung von den Add-on oder DSC oder wie auch immer wir es nennen wollen. Der Weaver, wie auch immer er heißen möge, bringt's voll mit Zaubern, hat geil geklappt, bin ich sehr happy drüber. Ja, und damit sind wir eigentlich zum Ende von dem Video angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wie gesagt, über Abo,
Daumen hoch oder netten Kommentar oder auch bei Patreon. Alles, was mir hilft, hilft auch euch. Und deswegen Dankeschön, bis zum nächsten Mal und mögen euch die Gaming-Götter hold sein. Tschüss!